Da ist die Alge am Anfang der Welt und dann ging es los. Hat gedauert und gedauert, dann kam der Affe. Und zum Schluss ist der wunderschöne, beautiful Handyman. Und von dort an wächst die Maschine. Die Maschine wird immer größer. Du hast meinen Namen gesagt und am Telefon klang es schon so, als ob du mich magst. Jetzt bin ich jenseits des Desasters. Sagt man noch guten Morgen, ja, ne? Seid ihr gut drauf? Ihr wisst es schon, aber ich sag's euch nochmal, ich bin Entertainer und kein Wissenschaftler. Ich bin auch kein Lehrer, aber ich will euch trotzdem was beibringen. Geht los. Die fantastische Welt der Algen. Wenn es ein Quartett des Lebens gibt, so wie es Autoquartett gibt, dann ist die Algenkarte die größte, die heftigste und die stärkste. Die ist am Anfang der Welt und an den Rändern der Welt. Da hinten gibt es so eine schöne Karte. Da unten gibt es so Kometen, die auf die Erde donnern. Und dann die zweite Linie. Da sind sie schon, die Algen, die Kieselalgen. Das ist die Basis. Wie hast du dich denn auf die Stunde vorbereitet, Friedrich? Ich habe mich erstmal gefreut. Emotionen sind ja wichtig. Und dann habe ich mir vorgenommen, erstmal alles zu vergessen, was ich weiß, damit ich die Schüler nicht überfordere. Ja, ich hoffe, dass ich die fesseln kann und dass die am Schluss alle Algenforscher werden wollen. Jetzt will ich euch aber auch noch ein bisschen durcheinander bringen. Die Zeit der Eiche ist vorbei, jetzt ist die Zeit der Alge. Das heißt, das Baumbild, das wir gern benutzen, um uns die Welt zu strukturieren. Das Algenbild ist ein besseres für die Leute, die das Chaos lieben, weil die wissen, da kommt mehr bei raus. Die bekommen damit auch ein Muster, weil eben symbiotische Verbindungen, Verwandlungen, Algenblüten, Explosionen, die finden überall statt. Und dann merkt man, es ist eine sehr, sehr gute Struktur. Vor allen Dingen, wenn die schon am Anfang der Welt da war und uns die ganze Zeit begleitet, scheint es ja eine stabile Konstruktion zu sein. Jetzt haben wir Internet und da wissen wir auch, dass sowas Ähnliches wie diese Kalkalgenblütenexplosion im Netz stattfinden kann. Wenn irgendein Hype, zum Beispiel irgendein Typ sagt, supergeil, im Netz sich ausbreitet und die Leute es verteilen und klicken. Auf einmal sind das 13 Millionen, eine Riesenblase von Leuten, die das angeklickt haben. Ja, mich hat es immer fasziniert, die Welt der Algen schon als Kind, und es hat nicht nachgelassen. Irgendwie langweilig das Thema, aber ich würde euch gern faszinieren. Algen sind ein Riesenthema und wenn ihr dann hier fertig seid mit der komischen Schule und studiert, dann könnt ihr eines Tages Algenforscher werden. Das ist ein Traumberuf. Dann kauft ihr euch ein Bikini, lauft immer an den Stränden hin und her, fahrt mit dem Motorboot raus, guckt euch die Algenfarm an und dann fahrt ihr wieder nach Hause, macht so kleine Untersuchungen, habt ein schönes Häuschen am Strand und rettet die Welt. Ich fand es sehr schwer. Ich hatte mir eigentlich gedacht, dass es ein bisschen emotionaler wird, aber ich fand es dennoch schön. Also ich fand die Stunde ganz lehrreich und ich habe auch viel gelernt über Algen, wie vielfältig die Pflanze eigentlich ist. Also ich fand die Stunde sehr aufschlussreich, auch lustig. Er hat auch sehr detailliert erklärt alles und das Thema war zwar nicht so meins, ich würde eine 2 geben. Ich würde ihm für die Stunde insgesamt eine 2 geben. Ich würde ihm eine 2 geben. Mir tun oft die Schüler leid. Manchmal habe ich den Eindruck, dass sie so leiden, so 12 Jahre lang. Und dann werden sie das Leben entlassen und wissen eigentlich gar nichts. Und wie ich vorhin schon im Unterricht auch sagte, ich hatte einen guten Lehrer und der hat mir völlig gereicht. Und ich glaube, man muss sich so als Schüler auf irgendeine Sache freuen, so dass der Funke überspringt. Ne? Es lohnt sich, weil das ist ja die Zukunft tatsächlich. Und die dürfen nicht so frustriert sein. Die müssen Freude an der Zukunft haben.